So, bevor wir hier weitermachen, gucke ich erstmal, was können wir denn hier noch? Knotenpunkt. Abgeschirmte Scheinwerfer. Fortschrittliche Werkbank brauche ich, okay. Seitlicher Benzintank. Rücksitztank. Okay. Springen. Das ist Parksystem. Das will ich einbauen. Ionenschild. Okay, dafür brauche ich labile Sachen. Lack, okay. Das brauche ich vorne rein. Müssen wir noch ein bisschen mehr Plasma suchen, auf jeden Fall.
Extreme Bedingungen. Warum? Sumpfkorallen, okay. Das automatische Auto auftanken? Ja, ich weiß. So, Pappkartons. Nee. Müde wurde meine Gewichts- und Bewegungs- unter den. Und das Jernbrand und gelöst wird sowas so ähnlich, seit Wende würde ich nach Lust und Raum ein- und ausschalten schalten. Okay, ist das eigentlich. Okay, das ist dann einfach nur, ich kann anhalten und beziehungsweise nicht anhalten, sondern wenn ich aussteige, wird automatisch geparkt. Das ist cool. So. Ewige Stabilität. Hohe instabile Bedingungen. Ewige Stabilität hört sich gut an. Sollte eben den Motor ausschalten. The year is 1955. Dr. Ophelia Turner is standing next to President Koch,
the top of her head barely clearing his shoulder. She stands, stiff backed. Her hazel eyes are fixed on the glass and steel chamber in front of her. She does not appear to breathe until a ball of light appears out of thin air. This sight is tremendous. A lightning bolt frozen mid-strike and the reaction immediate. The gathering audience roars with excitement and spontaneous applause. On Dr. Turner, only a tightening of her lips indicates that she hears the audience at all. Dr. Turner and President Koch pose for a picture, but she does not smile even then. That picture is the image splashed across newspapers and science journals for the next decade. The mother of limb technology, they called her. The angel of a new age. The newspapers at that time laid the title on thick while peddling the impending utopia. Then she recedes into the bowels of a government research facility. She's never seen again in public. There are scant appearances here and there in blink and you miss it promotional videos and blatant propaganda fodder. And then she and the promise of limb technology disappear. Gott, ist das dunkel. Ich das nochmal scannen, ob das noch irgendwie eine Änderung bringt. Ach, links, rechts, okay. Ich wollte gerade sagen, damit haben wir alles, aber jetzt haben wir alles eigentlich. Straße. Weil hier ewige Stabilität ist, ist es eigentlich ganz gut. Weil dadurch sollten wir eigentlich die Sachen mitnehmen können, ohne dass es Probleme gibt. Guck mal. Ist auch links, rechts.
Schade. Das hätte ich mal gern gesehen, das andere. Es sind immer nette Sachen drin. Sag ich doch. Plastik, Plastik, Plastik. Aber hier ist leider nichts runtergekommen mit diesen Flügeldingern. Schade. Das war fies. So, dann laufen wir jetzt hier hoch. Und hier sollte ja ein, zwei von diesen Teilen sein. Da ist einer. Der zweite ist da. Dann holen wir uns erst den zweiten und dann den ersten und dann fahren wir zurück. Links, rechts.
Das funktioniert doch super. Ey. So kann man auch den Transport machen. Mir doch das Haus an und dann fahre ich zurück, würde ich sagen. Oh. Schade, nur eins. Ne, zwei. Geil. So, und damit können wir uns die gepanzerten Sachen suchen. Schön. Obwohl, das können wir nur zu Hause, den Befreier. Bei Stufe 2 brauche. Okay, ist aber nicht so schlimm. Obwohl, Strom kann man leichter nachfüllen als Benzin. Okay, super.
Our specialized test devices feature an extensive system of disposable joints for all your needs. Right now, we have an explosive deal going on. Buy one of our pallets and get the other one half off. Folks, I would not wait on this deal. These things are practically walking out the door. So, there's been, like, a bunch of weird stuff happening. Jetzt hier gerade runterfahren. So geht's jetzt erstmal weiter. Ich weiß gar nicht, habe ich die hier überhaupt gescannt? Okay, die habe ich gescannt. Mein Gott. Aber wir könnten hier mal eben tanken. Damit haben wir aufgetankt. Und damit geht's dann ins nächste Gebiet. Hier sieht's auch gut aus. Super. Eben kontrolliert, ob der Streaming-PC vernünftig läuft. Und dann geht's weiter. Gott, oh Gott, oh Gott. Oh,
Sachen. Oh Gott. Oh. Instabil. Wo ist denn mein Auto?